Und weiter geht es mit Lazio Rom gegen Florenz. Dann mischen wir mal wieder mit Lazio Rom. Wir haben bisher einmal mit denen gespielt. Das war eine sehr kurze Partie. Weil ich glaube, gegen Wolfsburg war es und ich relativ früh 3-0 geführt hatte, wenn ich mich recht erinnere. Nein, mein Ball. Oh. Schade. Nein. Ich hatte sehr schwierige Wahl bei Mannschaftsaufstellung, weil sie haben gespielt in 4-3-3 und sie haben vier gute Außen. Wen soll man da spielen lassen? Den Pass hätte ich nicht unbedingt so gespielt, aber gut. Den kann der Torwart eigentlich auch festhalten. Och, nicht schon wieder. Ich hasse doch kurz ausgeführte Ecken. Aquilani. Miro Klose. Ah, das wird eine Niederlage direkt in Liga 2. Sehe ich doch schon kommen. Alter. Nein. Nein, er ist nicht durchgekommen, der Ball. Wäre es abseits gewesen? Ich glaube ja. Nein. Ich habe eigentlich nach links gedrückt. Oben links werfen. Sagt das Spiel nö. Kann ich nicht. Ah. Das wird eine schöne, schwierige Partie. Beziehungsweise ist schon. So. Nein, lauf ihm doch nicht in die Füße. Nein. 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 Verdammt. Ich habe gesehen, dass er da hinläuft, aber da war schon zu spät. Warum fliegt der Torwart nach links? Sollte er sich nie nach rechts werfen? Nur mal so torwarttechnisch. Schade. Schade, 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 schade. Nein! Nein! Was schießt denn der Junge da so merkwürdig? Er dribbelt, er steht allein da am Torwart und schießt das Ding so merkwürdig. Das habe ich gerade mal überhaupt nicht verstanden. Warum? Spiel, warum? Nein! Nein, Junge!
Kannst du nicht mal einen Ball behaupten? Da geht's sofort in die andere Richtung. Ey. Dieser Torwart ist ja furchtbar. Warum läuft er nicht zurück? Probiert zumindest dort dran zu kommen. Nein. Ich weiß auf jeden Fall schon mal, wie ich auswechsel. Den netten Mann, der keinen Ball halten kann. Der kriegt jetzt auch keinen Ball mehr von mir angespielt, ey. Und dann zu weit vorgelegt, verdammt. Ja. Alter. Gib nochmal Ecke. Nein! Dann geht das Ding komplett durch die Abwehr rein. Nein! Mann! Kandreva, treff doch einfach. Kriegt einen Freistoß. Nein! Ich hab ihn drin gesehen. So viele Chancen. Vor allem er behält jeden zweiten Ball. Das ist doch nicht normal, FIFA. Bitte. Meiner. Seiner 3-0. Nee, nicht ganz. Bravheit. Was zur Hölle? Was? Oh! Das gibt's nicht. Wie kann man den so verschießen? Bitte. FIFA. Er steht da komplett blank und kann ihn nicht reinmachen. So. Jetzt reicht's mir. Ich will hier jetzt Geschwindigkeit sehen. Wir lassen mal Klose noch drinne. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Torwart. So. Ein bisschen Geschwindigkeit hier reinbringen in die ganze Sache. Interessant, dass der auch so schnell ist. Eben hat dagegen Kandreva keine Chance gehabt. Dieses FIFA ist immer wieder faszinierend anzusehen. Mit den Geschwindigkeiten. Nein! Schöne Niederlage zum Abschluss hier. Meiner 4 Folgen, die ich aufnehmen wollte. Den kriegt er nicht.
Alter! Mann! Alter! Hier. Warum Brav halt nicht? Sondern der in der Mitte steht. Der trabt da einfach gemütlich außen an der Linie lang. Nein, der stand natürlich nicht im Abseits, sondern nur Gomez. Was ist das denn? Ich drücke passend nach links und er passt jetzt aus. Ich bringe Mauri auf die Außen. Biegler hat sich auch für eine Auswechslung in Polen. So wie er spielt. Anscheinend ist diese rechte, zentrale Position vor der Abwehr verflucht. So. Mann, muss ich halt hier... Das gibt's nicht. Das gibt's nicht, dass der nicht reingehen wollte. Alter, was ist denn mit den Spielern, die auf dieser Position spielen, los? Alle verkacken irgendwie bei der Ballannahme oder beim Pässen. Als wäre diese Position wirklich verflucht. Oh. Nee. So einfach mache ich es dir nicht. Ich drücke passend direkt vor der Ball da ist und er will erstmal sich rumdrehen. Statt die Ball erstmal anzunehmen. Statt zu passen direkt erstmal Ballannahme. Das ist die Hauptsache. In diesem Spiel habe ich immer wieder das Gefühl. Hauptsache die Ballannahme ist da. Mann! Mist. Er ist am Ball. Weil mein Verteidiger meinte, er müsste irgendwo anders hinlaufen. Oh, abseits. Ey, sowas von... Warum läufst du weiter, Junge? Lauf zurück, du siehst doch, dass der Verteidiger weggelaufen ist. Wieso der auf einmal? Der andere geht zum... Oh, Mann! FIFA, deine Fehler. Könnte auch so eine Fernsehsendung werden. Und das ist natürlich faul. Klar. Ey, nimm doch den Fuß! Wieder der, der auf dieser halbrechten... auf der rechten der 7. Position spielt. Ist eine verfluchte Position anscheinend. Mann. Das gibt's nicht. Jetzt aber, danke. Mann. Nein, kein Foul. So. Es war kein Abseits, ich hab's genau gesehen. Nein! Warum Fallrückzieher? Oh, einfach nur die Innenseite nehmen und da reinschieben. Ins leere Tor.
Mann! Ja, jetzt läuft er durch, weil er über diese... Boah. Ja, ist logisch. Ja, Mann. Der ist schneller als der Innenverteidiger. Deswegen laufe ich doch in die in diese Spalte rein, in die Lücke. Weil ich weiß, dass er einen Geschwindigkeitsvorteil hat. Warum, FIFA, passen nicht... Oh, Alter, dieses Spiel. Ich könnte kotzen, ganz ehrlich. Da drückst du passen dem Typen in den Lauf und er macht nur den Fuß rein. Oh, es waren genügend Chancen da, aber nein. Mann, das ist ärgerlich. Vor allem, wenn ich X drücke, möchte ich einen Pass haben. Nicht einfach nur den Fuß reinhalten und sagen, hey, ich habe den Ball berührt. Da hast du deinen Pass. Oh. Und vor allem diese Rechts... Ich verstehe nicht, warum keiner auf dieser Position Zweikämpfe führen konnte. Das war ja furchtbar auf der Position. Aber wirklich. Dieses rechte defensive Mittelposition. Anscheinend war die wirklich verflucht. Jeder Spieler, der da war, spielt scheiße. Mann. Oh, das hätte noch locker unentschieden ausgehen können. Aber nein, FIFA. Ey, du drückst X. Interessiert mich nicht. Ich halte einfach nur einen Fuß rein. Oh, werde ich mich wieder aufregen drüber. Ah, EA macht wieder FIFA 14. Bitte. FIFA 16 soll FIFA 14 sein. Nur ein hübsch. Danke. Tschüss.